16 Grad in der Sonne, 13 Grad Wassertemperatur. Ideale Badebedingungen sehen anders aus. Dennoch spurteten am Sonntag gut zwei Dutzend Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Gandakesee fast euphorisch in den Sielingsee bei Bokolzberg. Das traditionelle Anbaden im erfrischenden Nass des Badeidylls in der Gemeinde Gandakesee ist eben nichts für Warmduscher. Zwei Taucher waren im Einsatz, um beispielsweise gefährliche Eisenstangen oder Glasscherben zu bergen. Andere DLRG-Mitglieder suchten mit dem Boot den See ab. Ab sofort übernimmt die DLRG wieder den Wachdienst an den Wochenenden.